euch auf etwas mehr Wasser in der Serie Mehr Wasser für Anfänger. In der letzten Folge hatten wir darüber gesprochen, wie das Becken da hinten gestartet ist, wie es nach einer Woche so ungefähr gelaufen ist. Und was jetzt natürlich wichtig ist, oder was auch die ganze Zeit schon wichtig war, ist natürlich das Überprüfen der Wasserwerte. Dass wir die Umgebung für die Korallen so gleichmäßig wie möglich halten. Weil Schwankungen sind im Meerwasser genau das, was unsere Korallen nicht mögen. Und das ist der häufigste Grund, warum es Probleme im Wasser gibt. Ja, was testen wir alles? Also grundsätzlich ist der Phosphatgehalt das A und O neben dem KH. Und das Calcium kann man dann so alle 2 bis 3 Tage immer mal mitpacken. Genau. Und Grundsatz Nummer 1, gerade vor dem Messen, wenn man es jetzt nicht elektronisch zur Verfügung hat, wie ich das meinetwegen habe oder ich euch ja auch in dem Live neulich Wasserwerte gezeigt habe, das Überprüfen der Salinität, hat sich daran was geändert? Weil das ist ein Grundsatz Nummer 1. Wenn meine Salinität, ich sage jetzt mal, mehr wie 0,5 nach oben oder nach unten geht, kann das meine Endergebnisse an Werten über, verändern. Grundsätzlich sollte die Salinität aber nicht schwanken, weil wir haben ja hier am Becken die Nachfüllautomatik dran, Nachfüllosmose. Das Einzige, was halt passieren könnte, ist, wenn der Abschreiber zu viel Material rausholt und wir dann dementsprechend nur die Osmose nachfüllen. Das ist dann so ein Ding, da muss man das Auge drauf halten. Weshalb man dann aber auch bei jedem Mal testen, dann eben die Salinität mit testet. Genau. Und wie wir da vorgehen, das zeigen wir euch jetzt im Endeffekt. Also normalerweise geht man hin, schnappt sich das Refrack und kalibriert es erstmal, überprüft es. Ja, also was wir aber jetzt hier nicht machen. Weil es im Vorfeld schon gemacht wurde. Genau. Sollte man machen, weil es kann dazu führen, je nachdem, wo das Gerät gelagert wird, aufgrund unterschiedlicher Temperaturen, dass sich in dem Gerät was verzogen hat. Wenn es meinetwegen in einer kühlen Schublade liegt und der geht in einen anderen Raum, wo meinetwegen 25 oder 30 Grad herrschen, dann kann das zu Messdifferenzen führen. Ist beim Refraktometer relativ gering, aber trotz alledem, vorher grundsätzlich eigentlich immer überprüfen. So. Und hier haben wir jetzt auch im Endeffekt drei Pipetten sind mit dabei gewesen. Ja. Wahnsinn. Und auch der Schraubenzieher zum Kalibrieren. Der Schraubendreher zum Kalibrieren für oben. Bei den Pipetten ist es so, dass die nach dem Gebrauch nach Möglichkeit mit klarem Wasser gespült werden sollten, weil sich dann hier drin Salzablagerungen anreichern können. Diese Salzablagerungen können im Endeffekt dazu führen, dass wir, wenn er jetzt frisches Wasser da reinzieht, der Salzgehalt nach oben getrieben wird und dass er auf einmal jetzt meinetwegen eine 40 angezeigt wird, anstatt eine 35. Ja. Standardmäßig auf Anhieb 35. Etwas leicht über 36, aber so haben wir das halt. Ja. Zwischen 35 und 36. Dann machen wir jetzt mal das Übliche. Hatte ich ja gesagt, alle guten Dinge sind 3. Wo hast du sie, die du gerade benutzt hast? Also ich gehe grundsätzlich hin und mache 3 Messungen. Und wenn die alle 3 in die gleiche Richtung gehen, dann habe ich ein Ergebnis, womit ich arbeiten kann. Das passt auch soweit. Also gerade eben war es tatsächlich so ein kleines bisschen so 36, 37. Jetzt war es schon deutlich weniger. Und jetzt sind wir tatsächlich auf dem Strich. Ja? Also sprich auf der 35. Das hat vielleicht auch so ein kleines bisschen damit zu tun, dass vielleicht noch ein bisschen Rest an Salz drin war. Weil die anschließend zu spülen oder vor Gebrauch mehrfach mit dem zu messenden Wasser durchzuspülen, ist notwendig, weil sie, wie gesagt, in den Spritzen und in diesen Pipetten hier Salzreste ablagern könnten und verfälschen unsere Ergebnisse. Da also darauf definitiv verachten. So, das haben wir jetzt, Moment, hier ist noch die müssen wir noch separat legen, die müssen wir noch ausspülen. Anschließend. Weil hier sind jetzt, gib mal hin, kurz, ich guck mal, ob man das sehen, was ich zeigen kann, ob das geht, da sind noch Tropfen drin. Und diese Tropfen trocknen im Prinzip
und versauen uns das nächste Ergebnis. Also mit klarem Wasser im Anschluss nochmal durchspülen. So, und er führt auch direkt Buch hier. Das ist auch eine Sache, wo man dann im Nachhinein schauen kann, wie hat sich meine Gesamtbiologie oder meine Werte entwickelt. Und bisher sieht das alles ziemlich gut aus. Wir haben jetzt in dieser Woche, wo ja jetzt Korallen eingesetzt wurden, tatsächlich nur den Stickstoff, das N, und das P dosiert. Und wir haben noch keine Veränderung im KH gehabt und auch noch keine Veränderung im Calcium. Also momentan überprüfen wir, sind tatsächlich die Werte, die sich verändern, unser P und unser N. Wobei das N eigentlich auch noch nicht direkt nachzuweisen ist, sondern nur in den Endprodukten NO2 und NO3. Hatten wir jetzt kurz gestern, glaube ich, ne? Vorgestern hatten wir NO3. Genau, da hatten wir 10. Hatten wir 10 gehabt, da hatten wir zu viel dosiert oder mehr dosiert. Und das ist dann tatsächlich auch schon umgesetzt worden. Es wurde der Test angezeigt, dass im Endeffekt 10 Nitrat da ist. Und einen Tag später war es dann wieder bei 2. So, jetzt fragen sich natürlich einige da draußen, wie kann das? Wie kann ein Endprodukt wie NO3 umgesetzt werden? Kann ich euch nicht sagen. Es kann tatsächlich vielleicht auch, jetzt ganz doof gesagt, ein Messfehler gewesen sein. Oder dass die Reagenz nicht hundertprozentig war, dass er vielleicht ein bisschen mehr angezeigt hat, wie eigentlich tatsächlich drin ist. Aber wir werden es im Endeffekt jetzt gleich im Verlauf sehen, was jetzt tatsächlich Fakt ist. Wir machen jetzt erstmal das Allerwichtigste, das Phosphat. Und da wir hier von ATI die das Nutrion P dosieren, was tatsächlich nur mit dem Checker nachweisbar ist, müssen wir natürlich auch den Weg gehen und diesen Checker dann dementsprechend einsetzen, weil über einen Tröpfchentest lässt sich das Phosphat nicht nachweisen, weil es halt eine andere Form von Phosphat ist, die man tatsächlich nur über den Checker feststellen kann. So, er geht jetzt hin und hat jetzt einmal die erste Küvette durchgespült, damit das alte Wasser da rauskommt. Den kann man mit Osmosewasser auch nochmal reinigen, wenn es unbedingt sein muss, aber ich mache es auch nicht anders. Ich gehe hin und fülle dann dementsprechend das zu messende Wasser ein, spüle mehrmal durch und dann ist die Küvette auch wieder sauber. Also was ich mir jetzt so angewöhnt habe, ist, da sind ja 2 Stück drin. Ja. Und die sind halt neben dem Checker sind links und rechts die Einlegeböden, wo die reinkommen. Und das linke ist immer für mich so da, wo das die Reagenz. Reagenz. Die Referenz, also was ich als Referenz nutze. Die Nullprobe meinst du? Genau, die ich zuerst reinkomme. Ja. Also sprich, beim Checker ist es ja so, dass wir eine Probe im Prinzip machen, damit er weiß, wie sauber oder wie dreckig ist das Wasser. Die Nullprobe. Und anschließend die zweite Messung macht er ja mit der Reagenz drin. Und die ist dann, dann für uns ausschlaggebend. Jetzt kommt ja das super geniale Gerät. Wie heißt das Ding nochmal? Spinner Cube. Also eins von vielen verschiedenen Geräten auf dem Markt, aber ihr wisst selber, ich arbeite auch mit dem Ding und ich bin da absolut von begeistert. Also kann mich nicht genug beschweren, ihr wisst. Grundsätzlich ist es wichtig für euch, dass ihr beim Messen mit dem Checker immer die gleiche Routine macht. Einige gehen hin und nehmen nur eine Küvette, weil es immer die gleiche sein soll, von wegen er hat ja bei der Küvette gemessen, dann muss er ja die Nullprobe gemacht, dann muss er auch bei der Küvette dementsprechend die zweite Messung machen. Kann man machen, wenn man aber sauber mit dem Gerät umgeht, dann hat man keine Veränderung drin. Also ich habe es mehrfach getestet, kann man machen. Ich kriege auch heute neue Küvetten, weil ich nämlich auch meine jetzt mittlerweile schon 1,5 Jahre habe und die dann hier und da leicht verkratzt sind und unterschiedliche Werte gebracht haben. So, das wird jetzt die zweite. Und da gibt es jetzt auch so eine Sache. Wir haben an den Küvetten selber einen Eisstrich, also einen Messstrich dran, wo dann zu sehen ist, da drin sollten dann 10 Milliliter sein. Aber wenn man jetzt. Ein bisschen zu viel. Wenn man aber tatsächlich eine 10 Milliliter Spritze nimmt und da reinpackt, dann merkt man, 10 Milliliter ist meistens über dem Strich. Gewöhnt euch einfach an, eine Messroutine zu machen, die dann entsprechend ständig so von euch durchgeführt wird, damit ihr immer
die gleichen Messroutinen macht und zu gleichen, die gleiche Art und Weise habt, um zu Ergebnissen zu kommen. So. Genau. Einmal schütteln. Der Rappler. Wichtig ist jetzt beim Zugeben der Reagenz, dass ihr beide Seiten aufschneidet. Dann könnt ihr das entsprechende Paket nämlich aufklappen. Tatsächlich hatte ich jetzt heute erstmal vor, noch hier zur Apotheke zu gehen und mal fragen, ob die das schon einfach nur mal rein Interesse halber. Weil ja. wenn sie es vertreiben und an mich verkaufen, warum nicht? Ja. Das ist ja auch das Problem, was wir momentan haben. Der Bezug der Reagenzien. Manche besorgen es sich noch im Ausland, so wie ich das jetzt gemacht habe, habe das über Holland bestellt. Hier in Deutschland ist es tatsächlich so, dass es entweder in zertifizierten Läden, die mit Leuten besetzt sind, die halt für Gefahr gut ausgebildet sind. Das kostet aber extra und das machen auch nicht viele. Die nächste Möglichkeit wäre in Apotheken. Es gibt viele Apotheken, die das machen, aber müsst ihr dann halt mal hingehen und fragen, so nach dem Motto, ich habe hier das und das Produkt, das darf nur so und so vertrieben und bestellt werden, und dann fragt ihr nach, ja, entweder macht die Apotheke das oder nicht. Oder ihr habt einen entsprechenden Baumarkt bzw. Aquarienshop, der dann geschultes Personal hat und wo die Dinger dann unter Verschluss stehen, damit sie nicht jeder mitnehmen kann. Weil es ist ja tatsächlich auf der Rückseite zu sehen hier Gefahrgut. Da ist ein Totenkopf drauf, da ist das Zeichen für ätzend drauf, dass wenn man es auf der Haut kriegt, dass es halt ätzt. Und somit darf es halt nicht mehr frei verkauft werden hier in Deutschland. So, erste Messung wird jetzt gemacht mit der Nullprobe, genau. Achso, was ich bei, also ich messe immer zweimal. Einmal Schnellverfahren und dann im Anschluss einmal die 3 Minuten. Wobei das jetzt am Anfang noch nicht der richtige Weg ist. Am Anfang macht man erstmal den langen Weg. Ja, eigentlich wollte ich einfach nur so für mich als Vergleich, ob das nah beieinander liegt. Das macht man dann aber im zweiten Durchgang. Ja. mach's mal genau so, wie es jetzt sein soll. Erst die 3 Minuten. Und wenn man dann anschließend komische Ergebnisse kriegt, dann nochmal das Schnellverfahren. So. Aber es ist natürlich auch zu sehen, dass dann die Probe, hast recht, die Probe entwickelt sich in den 3 Minuten. Kann man dann natürlich im Vorfeld gucken, wo ist der jetzt? Und dann anschließend das Schnellverfahren. Ist auch eine Variante, habe ich so auch noch nicht drüber nachgedacht. Einfach nur, um die Werte zu vergleichen, um zu wissen, wie genau sind wir da. Weil zum Beispiel gestern hatten wir ja da die 24. Nach dem langen Verfahren waren es 24 und beim Schnellverfahren waren es, glaube ich, 18, 19. Irgendwie so um den Dreh. Also sprich, bevor die 3 Minuten abgelaufen sind. Ja, also schnell, nee, danach. Ah. Also Schnellverfahren waren 18, 19 und eben das lange Verfahren war. Ja, das habe ich auch festgestellt. Das ist dann aber auch darauf zu schulden, dass wenn man jetzt meinetwegen, nee, also gereinigt sind sie. Das ist dann auch das, was ihr dann hier und da wahrscheinlich bemängeln würdet, die alteingesessenen Hanna-Checker-Leute, die es halt wirklich genau nehmen. Es ist das Problem, dass wenn man die Nullprobe beziehungsweise nur mit einer Küvette arbeitet, dass man ziemlich zügig arbeiten muss. Weil ich glaube, nach 30 oder 40 Sekunden schaltet das Ding sich dann ab zwischen den Proben. Das heißt, in der Zeit, wenn ich die erste Probe gezogen habe, beziehungsweise die Nullprobe gemacht habe, muss ich ja dann das Pulver hinzugeben und mischen und in der Zeit dann wieder die Küvette wieder sauber machen und dann wieder reinpacken. Das kann dazu führen, dass im Endeffekt das Gerät sich abschaltet und dann ist die Messung eigentlich hinfällig. Von daher arbeite ich eigentlich grundsätzlich immer mit 2 und wenn dann komische Werte rauskommen, dann nochmal neu messen mit dem Schnellverfahren. Das sollte dann eigentlich... Aufgrund des Messergebnisses haben wir zum Beispiel jetzt gestern nicht dosiert. Genau. Ja? Da sind wir mal gespannt, wo wir jetzt heute liegen. Gestern hatten wir rausgerechnet 0,08. Ja, weil wir auch relativ viel dosiert hatten. Das war am... Am 21. Da haben wir dann N und P jeweils 3 Milliliter. Ja.
weil dann dementsprechend den Tag zuvor, nee, das P war auf 0 gegangen, genau, den Tag zuvor, und haben gesagt, komm, jetzt knallen wir mal einmal kräftig rein, packen wir ein bisschen mehr rein, und das hat sich dann tatsächlich auch niedergeschlagen im Endeffekt im Ergebnis, dass man an dem Tag dann halt am darauffolgenden die 0,27. Also wir hatten aber auch anderthalb Stunden, nachdem wir dann die 3 Milliliter dosiert hatten, lagen wir dann, hatte ich ja dann nochmal gemessen mittags, bei 0,13. Das ist das, was ich hier und da dann auch schon mal gesagt habe. Wenn wir Nährstoffe dosieren, ist es so, dass wir nach Möglichkeit die Menge der Nährstoffe so viel wie möglich an einem Punkt reinbringen. Hat den Hintergrund, dass tatsächlich die Bakterien, die sich im Becken befinden, schneller die Nährstoffe aufnehmen können als unsere Korallen. Wenn ich jetzt nur wenig reinpacke, dann gehen die Bakterien hin, setzen alles um und die Korallen kriegen am wenigsten ab. Und wenn ich jetzt hingehe und mehr dosiere, dann bleibt erstmal mehr über für die Korallen und wir haben dann dementsprechend die Tagesversorgung somit abgedeckt. Das ist natürlich ein 0,1... Jetzt bei 0,052, also bei 17. Und dann hast du gestern nicht dosiert? Nicht dosiert. Es ist aber runtergegangen, also sprich von der 0,08 auf der 0,52. Genau. Heißt also, es wurde was verbraucht, aber wer da jetzt was verbraucht hat, das wissen wir jetzt tatsächlich nicht. Gut, ja. Ist notiert. Und dasselbe mache ich dann in der Regel dann nochmal. Genau, machen wir jetzt mal ein Schnellverfahren und gucken wir mal, was dabei rumkommt. Weil ich jetzt hier auch mal gerade schaue, wir haben immer noch kleine Ablagerungen hier drin. Siehst du das? Da sind kleine Luftbläschen drin. Die natürlich auch das Ergebnis verfälschen könnten. Und was zeigt er jetzt an? Null. Interessant. Ja, das ist das ja. Deswegen, einfach ist ja nur für mich gewesen so, weil die Differenz ist ja doch schon recht groß jetzt. Ja. Das ist jetzt definitiv eine Variante, wo ich dann sagen würde, okay, jetzt messen wir nochmal. Ja. Jetzt machen wir einen kurzen Schnitt. Wir machen die Messung nochmal und dann gucken wir dann, was da im Endeffekt rumkommt. Weil das ist jetzt ein Ergebnis, was eigentlich so nicht sein dürfte. Wir sind jetzt im Endeffekt so weit, dass wir jetzt genau überprüfen, ob die Befüllung korrekt ist und ob da noch Restschlieren auf der Küvette drauf sind. Weil das kann zu Messfehlern führen. Es dürfen auch keine Luftbläschen oder ähnliches sein. Die versauen uns nämlich im Endeffekt die Messung tatsächlich. Ist da was dran? Ich meine da was zu sehen. Mal aufstupfen, wenn es ein Luftbläschen ist. Genau. Das ist im Endeffekt die Problematik, die wir haben. Es muss tatsächlich nach Möglichkeit luftblasenfrei sein und die Küvette muss von außen wirklich sauber sein. Da muss man mal gegen verschiedene Lichtquellen dementsprechend hingehen und schauen. Schauen wir das jetzt auch mal an. Das ist noch zu viel dran. Ja, das passt aber. Ja? Ja. Da sind noch ein oder zwei Luftbläschen drin, aber damit kann man fast arbeiten. Ich habe jetzt noch wieder neue Luftbläschen reingebracht. Das ist gut. Ich hier leicht schüttel hier, also nicht kräftig schütteln, sondern nur leicht. Dann löse ich die Bläschen auch so ein bisschen ab. Und wichtig an der ganzen Sache ist halt, dass die Gläschen von außen wirklich sauber sind. Dass da keine Schlieren mehr drauf sind, weil das ist eine photometrische Messung ist, die wir hier machen, damit dann dementsprechend die Messung verfälschen könnte. So, ich bin mal gespannt, wo wir da jetzt hinkommen, weil wir hatten die letzte Messung war eine 0,82 und aufgrund der Tatsache haben wir jetzt nicht dosiert. Aber es kann auch sein, weil ich nämlich eben haben wir festgestellt, dass es bei den Messungen recht viele Luftbläschen in der Küvette mit der Reagenz drin waren, könnte es auch sein, dass die Messungen, die gemacht wurden,
Fehlmessungen waren und somit ein falsches Ergebnis gebracht haben. Also man muss wirklich hundertprozentig genau arbeiten und gucken, dass da halt nichts drin ist. Nicht wegschmeißen. Dass keine Luftbläschen oder Schlieren an den Küvetten sind. Ansonsten ist das Messergebnis nicht aussagekräftig, um es jetzt mal nett auszudrücken. Den brauchst du dann gleich noch. Genau. Mal so richtig Gas geben, damit alles gut miteinander vermischt wird. Ja, gut. Deswegen ist das Ding so super. Gell? So, dann mal raus damit. Und dadurch, dass wir jetzt da halt gemischt haben, kann es natürlich auch sein, dass jetzt noch relativ viele Luftbläschen da drin sind. Und schaut euch die entsprechenden Küvetten genau an, weil diese Bläschen versauen euch das Ergebnis. Ja, das ist gut. Also das ist ein ganz anderes Ergebnis, als wie wir es jetzt tatsächlich hatten. Wichtig sollte auch sein, dass ihr bei den Messungen, ja okay, wird gefordert, dass der Deckel geschlossen wird, weil es könnte tatsächlich durch Lichteinfall von oben dann auch das Ergebnis verfälscht werden. Aber ey, man darf auch nicht dazu sagen, das sind vielleicht auch Anfängerfehler. Klar. Dafür sind wir hier, dafür machen wir das Ganze. So. Machen wir jetzt aber die 3 Minuten. 3 Minuten, genau. Die 3 Minuten sind dafür da, damit die Reagenz im Wasser reagieren kann und sich ausfärben kann. Das ist der Hintergrund, warum wir 3 Minuten warten müssen. Wenn diese 3 Minuten um sind, dann ist die Ausfärbung abgeschlossen und wir könnten rein theoretisch nochmal gegenmessen, was wir jetzt gleich auch machen werden, um das Ergebnis tatsächlich zu überprüfen. Weil es kann sein, wie eben schon gesagt, dass man halt durch die Stellung der Küvetten vielleicht irgendwo ein Luftbläschen und vielleicht eine Schliere da war, die jetzt bei der Nullmessung aufgetreten ist. Oder bei der nächsten Messung. Und von daher kann es dann sein, dass wir ein falsches Ergebnis erzielen. Von daher kann man anschließend hingehen, nochmal die saubere Küvette mit dem Nullwasser im Prinzip reingeben und die Messung nochmal im Schnellverfahren durchführen. Und wenn dann die Ergebnisse annähernd gleich sind, dann können wir sagen, passt. Das ist dann die Überprüfung, die man dann anschließend nochmal machen kann. Also nicht direkt auf das Hauptergebnis verlassen, sondern anschließend nochmal eine Schnellmessung machen. Und wenn das in den gleichen Bereich kommt, plus minus 5, sage ich jetzt mal, dann hat man sauber gearbeitet und hat auch das richtige Ergebnis. Ja. Und das könnte, wohlgemerkt, nachdem wir jetzt gerade eben festgestellt haben, dass da halt da noch Bläschen drin waren, könnte sein, dass diese 0,82 genau dadurch zustande gekommen sind. Werden wir jetzt gleich dann erfahren. Genau. Time is running. Aber das sind halt dann auch eben so Anfängerfehler. Die man auch selbst in einem Video recht schlecht vermitteln kann, sage ich jetzt mal ganz. Man muss es wirklich sehen, man muss darauf hingewiesen werden, weil diese extrem feinen Bläschen, die sieht man tatsächlich gegen das normale Licht nicht. Tatsächlich sieht die Reagenz aber ja auch, die löst sich ja jetzt auch nicht innerhalb der ersten 20 Sekunden auf. Mhm. Deswegen ja auch dann die 3 Minuten. Genau. Und ja, einmal dies zum Auflösen und gleichzeitig aber auch zum Reagieren. Die Reagenz sieht halt, wenn man es nicht richtig macht, eben auch so, beziehungsweise die Luftbläschen sehen ein bisschen aus wie die Reagenz, wo man sagt, okay, könnte sein, dass es einfach Reagenz ist statt Luftbläschen. Der Vorteil halt von dem Spinner ist, dass es relativ zügig geht, weil ansonsten sitzt man eine Minute da und macht diesen hier, gemäß Hersteller. Ja? Kann dann auch irgendwann zu einer Sehnenscheidenentzündung führen. Na, sagt der Timer. 30 Sekunden noch. Ja, und somit haben wir schon mal den ersten Fehler ausgebügelt, würde ich mal sagen. Ja. Weil es kann sein, dass die Ergebnisse, die vorher waren, vielleicht hier und da durch Luftbläschen dementsprechend verfälscht wurden. Aber ist jetzt nicht weiter schlimm. Die Korallen sehen ja gesund aus. Ihr habt es selber im letzten Video gesehen und ich blende es jetzt auch nochmal ein, aktuell von heute. Die Korallen sehen gesund aus, sind aber auch, wenn wir jetzt tatsächlich wieder einen Nullwert kriegen, Tatsächlich. Null. Ist null. Ja. Jetzt halte es mal in die Kamera und gucken, ob ihr das seht. Hier bei mir, scharf. So. Da muss man dann aber ganz klar sagen, dass der Fehler dann einfach bei mir lag. Vom Messen her. Ja. So, jetzt gehen wir hin, machen nochmal kurz das Schnellverfahren.
und suchen uns einmal die schnelle Messung. Hier schaue ich auch noch mal. Und das ist dann jetzt noch mal die Kontrolle, ob man richtig gearbeitet hat. So, er zeigt mir jetzt hier eine 2 an, aber das könnte jetzt zum Beispiel auch durch Luftbläschen entstanden sein. Also so ein Plus-Minus von 5, würde ich jetzt mal sagen, wenn es um die erste Messung herum geht, ist dann das bestätigt im Endeffekt das Ergebnis. Und ich würde jetzt einfach davon ausgehen, wir haben definitiv eine 0. Und heißt, die Dosierungen, die wir reinhauen müssen, müssen wir dann dementsprechend anpassen. Und dann schauen wir weiter. Kurzer Schnitt. Ja, neben dem Phosphattest, der uns gerade angezeigt hat, dass wir noch nachdosieren müssen oder dass das Phosphat verbraucht wurde, ist natürlich der KH-Test das nächste, was dementsprechend, Sonne arbeitet gerade so ein bisschen hier, zieht gerade mit der Helligkeit nach. Der KH-Test, der uns sagt, ob unsere Biologie dann langsam anfängt zu verbrauchen oder nicht. Und ja, bisher hatten wir noch keinen Verbrauch gehabt. Und von daher bin ich mal gespannt, ob er jetzt langsam oder sicher anzieht. So ist die Spritze. Ja. Moment. Das ist die von der. Von dem. Auch relativ wichtig, nach Möglichkeit immer die Spritzen für das entsprechende Gerät nutzen. Hatte ich gestern im Live dann auch gezeigt, warum. Damit die entsprechenden Wassermengen dann stimmen. Wenn ich wenig Wasser nehmen muss, dann ist es auch sinnvoll, eine kleinere Spritze zu nehmen. Das lässt sich besser dosieren. Und je weniger Wasser tatsächlich gebraucht wird, desto schwieriger ist es im Endeffekt auch, genauer zu arbeiten. Von daher nehmt immer für die entsprechenden Wassertests die entsprechenden Spritzen, die auch vorgesehen sind. So. Genau, einmal durchspülen das Ganze. Kann auch mit ein bisschen mehr Wasser passieren. Aber was ich vielleicht jetzt hier mal dazu erwähnen muss, dass ich das jetzt zum Beispiel gar nicht nutze. Damit kannst du aber genauer arbeiten. Das Problem ist aber, für mich, finde ich, der Bereich hier, der wird am Milliliter ja gar nicht mitgezogen. Falsch. Wenn ich den hier aufsetze, und den einen tunke hier rein. Und hinten wird mir angezeigt, dass ich 1 Milliliter aufgezogen habe. Und das Ganze dann auf 1 Milliliter den Kolben oben setze. Dann habe ich von hier oben, da ist Luft. Das ist richtig. Und diese Luft ist egal. Weil das hat mich nämlich jetzt anfangs irritiert, weshalb ich dann nämlich angefangen habe, ohne die Nase zu arbeiten. Die Luft, die hier oben drin ist, ist tatsächlich egal, weil der Rest, dieser ganze Milliliter, den ich aufgezogen habe, der befindet sich von hier oben, da wo die Luft endet, bis tatsächlich hier unten zur Spitze. Mhm. In dem Bereich darf keine Luft sein, aber du hast jetzt definitiv 1 Milliliter drin. Kannst du drehen und wenden, wie du willst. Du kannst es gerne ausmessen, auslittern, wie du möchtest. Es ist definitiv 1 Milliliter. Dann sind wir hier bei 5 Milliliter. Genau, der braucht 5. Und ich starte immer direkt mit 4 Tropfen. Also steht auch drin, normalerweise 3. Interessant. Weil hier steht ja auch drin, damit der Farbverlauf, hier steht ja auch hier mit drin, für eine intensivere Färbung kann ein weiterer Tropfen hinzugegeben werden. Also gebe ich statt 3 direkt 4 Tropfen. Kann man so machen? Weil ich finde, dann ist der Farbumschlag auch besser zu erkennen. Also ich habe das ein, zweimal probiert. Mhm. Und wenn der eine Tropfen mehr da drin ist, reagiert der halt auch schon viel empfindlicher. Also ist jetzt so meine Intention dahinter. Dann wird es ein bisschen dunkler, aber so reagiert der dann halt auch schon. Das hast du dann aber auch mit der Referenz so gegengecheckt, damit du weißt. Ja, ja.
Also nicht mit dem. Meinst du mit der, ja, klar, da hatte ich ja die Anfangstest, wo ich ja das Becken noch nicht stehen hatte. Jetzt hat er mir schon wieder was beigebracht und mir gerade was vor die Nase gehalten, was ich steht ja auch klipp und klar hier drin. Also ich habe mir das ja jetzt nicht ausgesucht. Oder ich habe es teilweise, ich habe es dann definitiv nicht gesehen und übersehen, aber okay. Na, hier steht, geben Sie nun 3 Tropfen des Reagenz KH1 in das Titrationsgefäß. In Klammern, für eine intensivere Färbung kann ein weiterer Tropfen hinzugegeben werden. Und genau das habe ich nicht gelesen. Dass es geht, wusste ich nicht. Herzlichen Dank, dass du mich nochmal darauf hingewiesen hast. Aber wenn er es dann im Endeffekt überprüft hat, dann glaube ich dir das. Siehst man, so lernt man nie aus. Ja, man muss einfach nur lesen. Ja, yeah. Genau. Na, dann langsam dürfte aber kommen, oder? Jetzt müsste 2-3 Töpfe noch. Ja, einer noch. Ja, das fängt an umzuschlagen, ist aber noch nicht auf der Farbe, ne? Ja. Jetzt kommt es langsam, genau. Stopp. Jetzt. Jetzt haben wir die Farbe. Und was auch, glaube ich, ganz cool ist einfach an dem Gerät jetzt hier, ne, dass du das Licht da mit drin hast. Das finde ich auch äußerst gut. Also es gibt einige Geräte, wo es nicht der Fall ist. Jetzt checken wir es einmal gegen. Genau. Und das passt. Machen wir jetzt mal eine Aufnahme von oben. Dann blende ich die mit ein. Und es ist tatsächlich eine intensivere Färbung. Also ja, definitiv passt das. Ich blende es euch mit ein. Wo sind wir dann jetzt da? Bei 2,6 meine ich, ne? 2,7 sogar. 2,7. So, was sagt unser... So, da ist er. Der geht bei 2,8, das sind 7,2 und 2,6 sind 7,4. Ja, wir schwanken ja seit Anfang an immer zwischen 7,6 und 7,4. Mhm. Weil ich denke, diese 0,2 Differenz, also ich glaube, auf dem Punkt schaffen wir es dann nicht zu kommen mit dem Test. Nee, das nicht. Aber du hast eine 7,6 gehabt und gemessen haben wir jetzt eine, gemäß Spritze sind wir bei einer 2,7. Das heißt, wir liegen also zwischen einer 7,4 und einer 7,2. 7,2. Ja. So, das heißt, ich würde jetzt mal pauschal sagen, wir haben jetzt eine 7,3. Nee. 0,3 weniger als wie bei der letzten Messung. Das heißt, das Becken hat schon definitiv jetzt was gezogen. Also die Biologie hat KH verbraucht. Und diesen KH müssen wir jetzt wieder angleichen. Wie das dann dementsprechend gemacht wird, dazu kann man bei den Essentials auf die entsprechende Seite gehen. Und da gibt es einen Rechner, blende ich euch auch mal eben mit ein. Und da gibt man seine Werte ein. Volumen des Beckens, was hat man an dem Tag gemessen, was hat man an dem Tag danach gemessen und dann wird angezeigt, was muss ich nachdosieren, damit ich wieder auf meinen entsprechenden Wert komme. Gut, das machen wir jetzt mal eben kurzer Schnitt und dann geht es gleich mit dem Nitrat weiter. So Leute, das Chaos um den Tisch nimmt zu. Wir sind beim NO3-Test angekommen und hier gilt auch das Gleiche wie überall. Erstmal das entsprechende Behältnis spülen mit dem zu testenden Wasser. Und bei dem Test hier ist es ganz wichtig, dass wirklich alles aus dem Glas raus ist, dass das Glas geputzt ist. Nehmen wir den hier. Weil jeder Tropfen mehr verfälscht unser Ergebnis. Das heißt, wenn ich jetzt einen Nitratwert von meinetwegen 5 angezeigt kriege und es ist ein Tröpfchen mehr drin, könnte es ja im Endeffekt sein, dass es tatsächlich der Nitratwert höher ist, als wie er tatsächlich angezeigt wird. Also von daher hingehen und wirklich genau arbeiten. Hier war es, glaube ich, 1 Milliliter, den wir brauchen. Bei beiden. Nitrat und Nitrit. Ja. Jeweils 1 Milliliter. Ist ziemlich wenig Wasser und wird jetzt gleich auch ein bisschen lauter beim Mischen. Das ist ein gutes Ding. Also erstmal. Also da versteckt. Genau, da kommen erstmal 4 Tröpfchen rein. Flüssigkeiten vor dem Einsatz grundsätzlich immer schütteln.
So, und den setzen wir jetzt dann direkt. Das muss man auch schütteln bei Klümpchenmehl. Genau. Das steht ja, glaube ich, ein gestrichener Löffel, ne? Hm. Wie machst du das, damit das oben glatt ist? So. Ist eine Variante, man könnte jetzt aber auch noch den Deckel hinstellen und den Deckel drüber ziehen. Ach so. Halt das mal drüber und dann ziehe ich den Deckel darüber und dann haben wir die entsprechende Menge. So, das jetzt hier 30 Sekunden. Ist eine Variante. Warum nimmst du da den Spinner nicht für? Weil er zu wenig ist. Geht aber auch. Ja, da habe ich ihn mehr mit Gematsche als... Es spritzt nicht raus, das kann ich dir sagen. So, und anschließend haben wir eine Testzeit von 3 Minuten wieder, wo dann die Reagenz erstmal reagieren muss, denn die Farbe muss sich ausprägen und nach 3 Minuten können wir dann den Farbvergleich über die Farbkarte machen, die wir hier haben. Das sind die entsprechenden Farben, wo es dann sein könnte und das... Das Pöttchen wird daneben gestellt und die Farben werden dann verglichen. Wichtig ist, dass ihr auch dementsprechend immer die entsprechend für den Test vorgesehenen Pöttchen nehmt. Gerade hier bei dem NO3-Test ist es wichtig, wenn ich jetzt eine Glaskuvette nehmen würde, die würde das Ergebnis verfälschen, weil der Bodendurchmesser anders ist. Der Test ist von der Wasserhöhe darauf ausgelegt, dass er genau in diesem Gläschen durchgeführt wird. Das ist wichtig noch zu wissen. Und dann schauen wir gleich mal. Und ich glaube, das sind aber auch von allen Tests die einfachsten. Ja, also definitiv. Da muss man tatsächlich nicht viel, also wobei, kann man nicht viel falsch machen, bis auf die Tatsache, das vielleicht nicht richtig sauber zu machen. Denn, also ist jetzt hier zum Beispiel von, was hat die für eine Firma? Qualifair. Kinderleicht erklärt, da muss man, selbst wenn man es gelesen hat, einfach nur die Bildchen gucken. Das hat sich mittlerweile auch gebessert. Also in meiner Zeit, wo ich angefangen habe, da gab es nur, ich sag's mal, ganz normale Bedienungsanleitungen nur in Englisch und ohne Bilder. Also das hat Salifair definitiv in den letzten Jahren verbessert. Also ich finde zum Beispiel im Süßwasserbereich von JBL den Testkoffer mit der Broschüre dabei, Katastrophe. Ne? Also. Den habe ich auch mal gehabt. Ich glaube, da gibt es auch noch irgendwo auf diesem Kanal ein Video zu. Ich fand den Testkoffer auch nicht so wirklich berauschend. Und ich sag mal, da unterscheiden sich die Geister. Also genauer sind in meinen Augen die Tests, die wir jetzt hier gerade benutzen, oder die von Fauna Marien oder alle anderen, haben alle ihre Daseinsberechtigung. Aber ich sag jetzt mal, eine Firma, die aus dem Süßwasser mit Masse kommt, und dann, die Tests, die mögen funktionieren, aber die Range, die da abgebildet ist, ist in meinen Augen nicht genau genug. Wobei jetzt hier die Tests von Salifair für den Nitrat natürlich auch, ich sag mal, grobe Schätzeisen sind. Aber bei denen habe ich die Erfahrung gemacht, und das habe ich auch mit dem Oliver Pritzel dementsprechend mal gegengecheckt. Oder hat er auch im Vorfeld gegengecheckt. Und die Tests sind ziemlich genau mit der ICP. Also die Range, die abgebildet wird, das passt. Also wenn der eine 2 anzeigt, dann liegt die ICP in der Regel auch da, wo sie hin soll. Ja, da haben wir jetzt noch das Nitrit. Was man eigentlich Calcium. Ja, Nitrit bräuchten wir jetzt im Moment nicht. Ich möchte jetzt eigentlich nur wissen, ob die Biologie schon ein bisschen umgesetzt hat. Calcium werden wir gleich auch noch kurz machen. Das ist ein reiner Farbumschlagstest, genauso wie mit dem KH. Da geht es eigentlich auch nur darum, die Farbe dann vom Rosa ins Blau wieder zu kriegen, war es, glaube ich. Wo haben wir? Noch ein Minütchen. Noch ein Minütchen. Ganz, ja, er hat eine leichte, ganz, das ist auch wieder eine 2. Also eine leichte Färbung haben wir drin. Das heißt, es wurde schon was umgesetzt. Deshalb, ich behaupte jetzt einfach mal stock und steif, die 10, die da waren vielleicht irgendwo was unsauber. Kann sein. Weil, Fingerfehler. Weil das Nitrat baut sich nicht ab. Hm. Ja? Im Endeffekt ist es sehr schwierig, das Nitrat rauszukriegen. Das geht eigentlich nur durch Wasserwechsel. Deshalb müsste der Wert eigentlich auch gleich bleiben. Wenn wir jetzt zu viel Stickstoff reinbringen, also der Grundstoff für das Nitrat, der dann über Ammonium, Ammoniak, Nitrit zu Nitrat wird, wenn davon zu viel reingebracht wird und die Biologie kann das nicht verarbeiten oder es wird nicht von den Korallen aufgenommen, ja, dann wird der Nitratwert steigen. Sind wir wieder bei einer ganz einfachen 2. Ja, stellen wir aufs Weiße. Ja, so, dann nehmen.
ist. Ja, es hat eine leichte Färbung. Ist, glaube ich, auf dem Handy nicht ganz so gut zu sehen. Aber für eine 0 ist es zu. Genau, zu, da ist definitiv. Zu rosé. Wenn ich jetzt hier das Ganze schräg nehme, dann sehe ich, dass das definitiv eine leichte rosé Färbung hat. Und es ist definitiv eine 2, aber es ist definitiv auch keine 0. Wenn das so bleibt, ist das okay. Können wir mitarbeiten. Ja, dann haben wir den auch abgefrühstückt. Und last but not least kommen wir gleich zum Calcium. Kurzer Schnitt. So, Ladies and Gentlemen, wir kommen zum Calcium-Test. Diesmal von Salifair, weil es den ja von ATI leider momentan am Markt nicht mehr gibt. Thema Wasser ist jetzt erstmal durch. Wir haben festgestellt, wir hatten einen Messfehler gehabt beim HANA-Checker. Das Nitrat war soweit okay, das lag auf 2. Zahl. Und ja, haben einige Fehler aufgedeckt. Ich hoffe, dass ihr da was mitnehmen konntet. Und ja, selbst Sebastian war hier und da so ein kleines bisschen überrascht. Ja, jetzt umso mehr. Ja, also sind Kleinigkeiten, die dann im Endeffekt tatsächlich... Was mich jetzt aber jetzt interessiert, ob die anderen Tests... Ja, das ist ja, das liegt ja dann jetzt im Endeffekt nicht... Ja, da haben wir keine Referenz für. Für den entsprechenden... Ah, ja. Wir haben eine Referenz für den Kalkaushalt. Das ist der eine Part. Das ist auch das, was ich im Live erzählt habe. Und die Referenz für die entsprechenden anderen Tests, die sind schwieriger zu lagern, schwieriger herzustellen, stabil zu halten, damit wir auch über längere Zeit damit arbeiten können. Und dafür haben wir tatsächlich keine. Das wird uns im Endeffekt eine ICP sagen. Was auch als nächstes Mal... Da kommen wir dann auch noch zu, so nach 2 bis 3 Wochen werden wir dann mal eine ICP machen. Man könnte ja natürlich jetzt am Start noch eine machen, aber ich gehe davon aus, dass das Wasser, was wir benutzt haben und alles andere, soweit okay ist. Also, das war der Part zum Thema Wassertests. Solltet ihr noch Fragen, Anmerkungen oder Ähnliches haben, schreibt es unten drunter. Sollte ich irgendwo Mist erzählt haben, außer gerade eben beim Calcium-Test, schreibt es mir auch drunter. Ich werde es beim nächsten Mal korrigieren. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wir werden weiter hier dran arbeiten, weiter berichten, die wichtigen Sachen versuchen euch zu vermitteln. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.